Nebenan in der Kölner Südstadt träumte 1991 ein junger Mann vom großen Durchbruch. Lange Haare, Gitarrenspieler und dann auch noch Raucher. Das kann man sich nur noch als künftiger Rockstar leisten. Peter Brings, 26 Jahre, hat alles auf diese Karte gesetzt. Ich war ein hübscher Junge damals. Ich hatte einen guten Lauf, ich konnte gut singen und vor allen Dingen waren wir kreativ. Sein Leben spielte sich vor allem im Probenraum ab. Zusammen mit der Band, die hieß wie er, Brings. Sein großer Traum, ein Plattenvertrag. Einen Plan B gab's für Peter Brings nicht. Wenn du ein Ziel verfolgst und ständig Angst hast, kommst du nicht weiter bei deinem Ding. Dann musst du dir ständig umdrehen und gucken und denken, was machst du, wenn das nicht klappt? Ja, Demos verschicken, das haben wir auch getan an verschiedene Plattenfirmen. Ich war ein paar Mal vorstellig unten beim Pförtner, habe immer wieder mein Band abgegeben, dann nie eine Antwort gekriegt. Doch ein Freund kannte einen Musikverleger, den Gründer des Kölner Clubs Luxor. Der war von den Kölschrockern begeistert und wurde ihr Manager. Und dann nahm das Ding seinen Lauf. Und dann hatten wir einen Vertrag über 3 Alben, über 3 LPs. Das war Wahnsinn. Wir konnten das erstmal gar nicht glauben. 1000 Mark im Monat als Musiker. Und die waren so viel wert wie 1 Milliarde Mark. Weil das war Geld, was ich gekriegt habe fürs Singen. Um das erste Album aufzunehmen, fuhr die Band in ein Tonstudio nach Brüssel. Als wir da reinkamen, kam mir Robert Smith von The Cure entgegen. Der kam da gerade raus und war gerade fertig mit seinem Album. Und der kam mit so einem alten Volvo angefahren und machte die Türe aus. Aus der Türe fielen nur leere Bierdosen so auf die Straße, so klack, klack, klack. Und wir gedacht, hier sind wir genau richtig, total geil. Auf das erste Album kam auch ein Lied für den Menschen, der Peter und Stefan Brings die Musik in die Wiege gelegt hatte. Vater Rolli, selbst Musiker, der Pub. Komm, lass mich an. Es könnte Zeit für uns zwei, wo wir uns verstanden, ich schaue mich hin. Am Anfang hatte ich Schwierigkeiten, dem Lied zuzuhören, weil mir das Wasser in die Augen gekommen ist. Das ist eine Liebeserklärung an Vater, ne? Also in Deutsch würde man sagen, Papa, ich liebe dich. Es gibt das Wort Liebe, ich liebe dich, gibt's in Kölsch nicht. Das liegt daran, dass der Kölner halt ungerne verbindlich ist. Besser ist, ich kann dich jähen, weil die kann ich auch jähen. Und das war das höchste der Gefühle, was man in Kölsch sagt, sage ich jetzt mal. Ne? Die Platte ging durch die Decke, vor allem im Rheinland. Und Brings war längst kein Geheimtipp mehr. Wir waren es gewohnt, in so Jugendheimen und Stadtfesten und so zu spielen. Und als wir hier ins Luxor kamen und wurden angesagt, war hier großes Geschrei, der Laden war voll. Und dann haben wir hier angefangen zu spielen und 500 oder 600 Leute haben jedes Wort mitgesungen. Das war unfassbar. Danach habe ich gedacht, so, jetzt wirst du Mega-Popstar, jetzt kann gar nichts mehr passieren. Ja. Es war der Auftakt zu einer spektakulären Karriere. 14 Studioalben folgten, ausverkaufte Stadionkonzerte. Der Traum, den der Junge aus der Kölner Südstadt 1991 hatte, er hat sich erfüllt. Ich würde sagen, das war das ausschlaggebendste Jahr in meinem Leben. Das war der Anfang meiner Lehre, in der ich immer noch bin. Und ich glaube, das ist so ein Beruf, wie ich den habe. Da kommst du nie ins letzte Lehrjahr.